Hold up. Daisy erschnüffelt das Monster und folgt seiner Spur, sodass es schneller zum Kampf kommt. Außerdem kann Daisy kampfunfähige Spieler wiederbeleben. Harpunenfallen schränken die Bewegungsfreiheit des Monsters ein, sodass dein Team mehr Schaden verursacht oder aus einer gefährlichen Situation entkommen kann. Die Maschinenpistole hat eine große Streuung, verursacht aber auch viel Schaden. Die große Stärke des Trappers ist es, das Monster festzusetzen und einen Kampf zu erzwingen. Der Einsatz der mobilen Arena ist entscheidend für den Erfolg deines Teams. Halte die Ausrüstentaste gedrückt, um die mobile Arena zu deaktivieren. Daisy führt dich zum Monster. Wenn das Monster in der Arena ist, setze deine Harpunenfallen ein und füge ihm dann mit der Maschinenpistole Schaden zu. Behalte Daisy im Auge. Das Symbol über ihrem Kopf zeigt dir an, ob sie gerade die Spur des Monsters verfolgt. Daisy kann schleichende Monster entdecken. Wenn sie am Boden schnüffelt, schleicht das Monster in der Nähe herum. Daisy führt dich in die richtige Richtung. Wenn Daisy das Monster nicht verfolgt, führe sie auf der Karte herum, bis sie die Fährte wieder aufnimmt. Es dauert sicher nicht lang. Daisy führt dich zwar in die richtige Richtung, aber am Ende musst du um das Monster herumgehen, um vor es zu kommen und es in die Falle zu locken. Wenn du das Monster in der mobilen Arena gefangen hast, verstecke und verteidige dich, bis Verstärkung eintrifft. Wenn du zu Boden gehst, zerfällt auch die mobile Arena. Das Monster kann Harpunenfallen zerstören, bevor sie scharf sind. Verstecke deine Fallen an Plätzen, an denen das Monster sie nicht zerstören kann. Wenn die Fallen platziert sind, locke das Monster in ihre Nähe. Denk daran, einige Harpunenfallen auszulegen, wenn ein Kampf beginnt. Sie helfen deinem Team bei der Flucht, falls es nötig sein sollte. Denk aber daran, dass Fallen erst nach kurzer Zeit scharf werden. Die Maschinenpistole ist ungenau, aber stark. Schieß in Salven und ziele auf Schwachstellen in der Panzerung des Monsters, um größtmöglichen Schaden zu verursachen. Und damit herzlich willkommen zum Trapper Guide Innivolve für GameStar.de. Erster Charakter bei den Trappern ist Maggie zusammen mit ihrem Schnappmaul Daisy. Und hier haben wir das Monster gesichtet. Hatten unsere mobile Arena in der Hand, haben sie geworfen und haben glücklicherweise das Monster tatsächlich gefangen. Jetzt danach wechseln wir direkt zu unseren Harpunenfallen, die wir hier aufstellen. Auf Klippen ist das Ganze von Vorteil, denn theoretisch könnte das Monster, bevor die Fallen auslösen, diese zerstören. Wenn die verdeckt liegen oder auf so Kanten, ist es für das Monster schwieriger, die zu zerstören. Generell haben wir die auch gerade um das Monster herum verteilt, dass es mit einem Schlag, wenn möglich, alle auf einmal zerstört und einfach länger gefangen ist. Ja, nach unserer Punenwaffe haben wir gesehen, haben wir ein bisschen auch mit unserem Maschinengewehr, unserer Maschinenpistole draufgeschossen und hier ist das Monster Level 3, ist auf dem Weg zu unserem Power Relais und um einfach dort schon mal uns sozusagen abzudecken, legen wir hier schon überall Fallen und warten einfach auf das Monster. Griffin ist Trapper. Er jagt das Monster und fängt es ein. Schallsensoren spüren das Monster in der Nähe auf. Es erscheint dann ein Symbol im HUD. Halte die Feuern-Taste gedrückt, um das Monster mit der Harpune festzuhalten. Sucht das Monster den Kampf, nutze die Maschinenpistole, um Schaden zu verursachen. Vergiss nicht, die mobile Arena einzusetzen. Platziere Schallsensoren, während du dich durchs Gelände bewegst. Engstellen und Futterplätze sind oft die besten Plätze dafür. Wenn du das Monster in der mobilen Arena gefangen hast, verstecke und verteidige dich, bis Verstärkung eintrifft. Wenn du zu Boden gehst, zerfällt auch die mobile Arena. Wenn du die mobile Arena eingesetzt hast, platziere einen Schallsensor, damit deine Teamkameraden das Monster finden und aus der Nähe angreifen können. Halte das Monster im Kampf zwischen dir und deinen Teamkameraden. Eine gut platzierte Harpune kann einen Ansturm des Monsters abrupt zum Stillstand bringen und das Leben der anderen Jäger retten.
Warte, bis das Monster das Harpunenkabel bemerkt und lasse dann den Abzug los, ehe es das Kabel zerstören kann. So beginnt das Nachladen etwas früher. Bis das Monster sich erholt hat, sollte die Harpunenwaffe wieder bereit sein. Deine Maschinenpistole solltest du nur verwenden, wenn ein Schallsensor platziert wurde und die Harpune nicht nötig ist. Die Maschinenpistole richtet nur wenig Schaden an, also ziele auf den Kopf des Monsters oder auf Schwachstellen in seiner Panzerung. Mit Griffin platzieren wir direkt nach dem Spawn Schallsensoren, laufen weiter, die haben einen Radius von 50 Metern, laufen demnach über 50 Meter weiter. Am besten sind natürlich 100 Meter, aber so, sagen wir mal, 65 und 80 Meter so in dem Dreh ist es schon ausreichend. Und da platzieren wir direkt den nächsten. Wir haben gerade mit Tab die Karte kurz aufzeigen lassen. Da sehen wir das, wie wir es bisher gemacht haben. Haben wir 3 Stück platziert. Hier erlegen wir einmal mit unserer Gauss-MP-Waffe, mit unserer Gatling-Gun sozusagen, unterstützen wir das Team. Holen uns den Buff, laufen weiter, gucken ungefähr, wie es wieder so ziemlich zentral weit weg ist. Und zack, gibt es den nächsten Sensor. Und ja, so werden wir weitermachen. Und da haben wir es gerade schon gesehen. Vögel, okay. Hier links auf dem Monitor wird schon ein Symbol angezeigt. Wird jetzt auch gleich akustisch nochmal gesagt. Hier, der Sensor schlägt aus. Da befindet sich gerade das Monster im Radius unseres ersten Sensors. Und genau dort begeben wir uns jetzt hin. Monster haben wir gefunden. Hier habe ich kurz die Harpune gemacht. Unser Support habe ich Leiter da unterbrochen und ein bisschen weggeschleudert. Jetzt weichen wir hier gerade dem Blitzschlag des Kraken aus. Wir sehen hier auch noch direkt über das Akustiksignal unseres Schallsensors den Kraken. Und zack, da halten wir die linke Maustaste gedrückt, ziehen den Kraken zu Boden. Und kurz bevor es zerschlägt, lassen wir wieder los. Dasselbe hier einfacher, damit wir ein bisschen früher wieder nachgeladen haben und wieder ready für die nächste Harpune sind. Ja, hier hat sich die Krake ein bisschen versteckt. Wir sehen sie gerade nicht. Und genau aus dem Grund bringen wir einfach nochmal einen neuen Schallsensor an, mittig hier in der Kuppel, damit wir ihn dauerhaft sehen und leichteres Spiel haben. Hier nochmal genau dasselbe beim finalen Kampf. Kraken harponiert, Schallsensor gesetzt, dass man es leichter sieht und verfolgen kann. Und hinterher, da nochmal harponiert, die war sehr wichtig. Und jetzt sind wir bereit, die mobile Arena aufzustellen, das Monster zu fangen und auch zu töten. Einmal ausweichen, Harpune vorbeigeschossen. Zack, und da treffen wir die Harpune, da kann das Team den Rest geben. Wir schießen damit drauf und der Kraken ist tot. Terminiert! Ich meine, tot! Verschwinden wir von hier! Trapper. Er jagt das Monster und fängt es ein. Mit der Verfolgungspfeilpistole kannst du das Monster markieren. Oder auch Tiere oder Kadaver. Frisst das Monster etwas, das markiert war, wird es auch selbst markiert. Stasis-Granaten verlangsamen das Monster extrem und machen ihm Nahkämpfe praktisch unmöglich. Je schneller die Spezialstoßflinte abgefeuert wird, desto größer ist ihre Streuung. Schieß langsamer, um die Präzision zu erhöhen. Vergiss nicht, die mobile Arena einzusetzen. Setze den Verfolgungspfeil möglichst oft gegen Tiere ein, während du dich über die Karte bewegst. Konzentriere dich vor allem auf leichte Beute wie Sumpfläufer. Wenn das Monster diese Kreaturen frisst, wird der Verfolgungspfeil automatisch aktiviert. Schieße einen Verfolgungspfeil auf das Monster ab, kurz bevor die mobile Arena zerfällt. So kannst du es möglichst lange verfolgen. Wenn du im Kampf bist, bedecke das Gebiet dauerhaft mit Stasis-Granaten. Das verlangsamt das Monster, was seinen Nahkampfschaden fast vollständig neutralisiert und es zu einem leichteren Ziel macht. Die Streuung der Spezialschrotflinte nimmt zu, je schneller du schießt. Platziere jeden Schuss mit Bedacht, um deine Treffgenauigkeit und damit den Schaden zu erhöhen. Letzter Trapper im Bunde ist Abe mit seiner Verfolgungspfeilpistole, die wir von Beginn an einsetzen gegen jegliche Monster, die wir sehen. Denn sollte das Monster eins dieser Tiere essen, wird es für uns auf der Karte angezeigt. Und da haben wir schon Vögel gesehen. Da gibt es direkt, weil die Vögel relativ nah waren, die Verfolgungspfeilpistole, die ziehen wir.
und versuchen da so schnell wie möglich hinzukommen und eventuell hier noch ein Kadaver markiert. Vielleicht mag das Monster zurückkommen und den noch nachträglich verspeisen und... Da haben wir es noch nicht gefunden und hier ganz weit hinten, zack, haben wir es markiert und können das Monster jetzt leichter verfolgen. Und hoffentlich zur Strecke bringen und einfangen. Auf jeden Fall sehen wir schon mal, wo das Monster sich befindet, wo es lang geht. Und können es eventuell ausmalen, wo wir es denn abfangen können. Neben der Verfolgungspfeilpistole, die wir gerade nochmal erneuert haben, damit wir einfach länger das Monster sehen und wirklich nicht aus den Augen verlieren, haben wir noch die Spezialschrotflinte, die je schneller wir schießen, je mehr streut. Und hier kommt jetzt neben der mobilen Arena die Stasisgranate zum Einsatz. Von denen sollten wir immer viele platzieren, ganz einfach aus dem Grund, dass, wie wir sehen schon gerade, der Geist hier extremst verlangsamt wird. Im Nahkampf für das Monster eigentlich hier unmöglich ist. Und wir da deutlich leichteres Spiel haben. Der Geist hat sogar gerade Supernova an. Das heißt, normalerweise im 1 gegen 1 zerreißt er einen Jäger in Windeseile. Und hier kam er nicht mal an jemanden ran. Dank der Stasisgranate. Das heißt, wichtiger Faktor. Sollte man nie vergessen und immer, immer einsetzen. Hier auch direkt wieder. Zwischenzeitlich einfach nur ein Verfolgungspfeil. Falls es jetzt entkommt, die Arena kaputt geht, wie auch immer. Dass wir ihn immer noch auf dem Radar haben. Und ja, zwischenzeitlich hier einfach zur Shotgun wechseln, versuchen auf die Schwachpunkte des Monsters zu schießen und ein bisschen schadenstechnisch zu unterstützen, falls das Monster wieder ein bisschen zu flott ist. Einfach wieder zur Stasisgranate wechseln, zack. Und da sehen wir schon, kommt es nicht mehr an uns ran. Hier ist jetzt das Problem, da hat es sich wieder unsichtbar gemacht. Wir sind aber so klug und haben das gemerkt. Schießen hier weiter, wechseln zur Verfolgungspfeilpistole, wenn es gerade kurz vorm Entkommen ist. Und zack, da wird es nochmal markiert. Wir verfolgen es weiter, werden es zur Strecke bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.